Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Hier mal wieder in Vollbildmodus. Sekunde, da bin ich schon wieder. Und ja. Wow. Was ist das eigentlich? Ach so, die. Habt ihr alles erfahren? Nein, noch nicht. Seid ihr wohl auf? Ja. Seid nicht beschämt, wenn der Auftrag euch überfordert. Das passiert auch den Besten von uns. Vielleicht gibt es einen Botengang für euch. Genug jetzt. Ich wollte nur helfen. Achso, ja, da müssen wir jetzt natürlich noch nicht hin. Erst wenn wir alles wissen. Und dafür sollten wir mal die Mission machen. Seltsam. Warum tut er das? Ja, das wüsste ich auch mal gern. Weil die Steuerung das war. LOL. Alter, ich hasse es. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass das aktuelle Fahrschema freigehalten werden soll? Und ich jetzt hier blind. Das ist ein Templer, oder? Alter, wieso kämpfe ich eigentlich in die völlig verkehrte Richtung? Nö, ich habe keinen umgebracht. Was denkt ihr denn von mir? So, da bin ich wieder weg. Also, endlich treffen wir uns. Moment. Nein. Büro des Verbindungsmanns. Ach, jetzt bin ich wieder bei dem Büro. Gut, dann markiere ich mir mal das. Da renne ich natürlich in die völlig verkehrte Richtung. Naja, oh, da war eine Flagge. Gut, dass ich mich überhaupt nicht leicht ablenken lasse oder so. Flagge und weg hier. Hopp, 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 hopp. Seid gegrüßt, Freund. Seid auf der Hut. Edler Herr, er beobachtet, er lauert. Er versucht uns ständig. Seid stark. Ihr werdet nirgends so bessere Preise finden. Und wappnet euch gegen eure Feinde. So wie er rennt, musste das passieren. Ach, genau. Ich sollte vielleicht auch mal was reden. Ich wurde nämlich angeheißen, mehr zu reden. Auch mal ein bisschen in die Ding rein. Und stattdessen vegetiere ich einfach hier vor mich hin. Das ist natürlich wieder typisch Teifko. Aber genau das wollt ihr ja, habe ich gehört. Gut, hier ist so ein Aussichtspunkt. Hopp. Hier hoch. Ja, es ist schön, dass wir die Feinde auf jede erdenkliche Art. Ich glaube, den haben wir aber schon synchronisiert. Kann das sein? Aber warum wird er uns dann noch angezeigt? Nee, scheinbar haben wir ihn doch noch nicht mitgenommen. Komisch, er ist doch direkt neben unserem Ding. Haben wir ihn schon mitgenommen? Haben wir ihn nicht mitgenommen? Naja, wir werden es gleich sehen. Nee, scheinbar hatten wir ihn noch nicht. Ha. Sonderbar. Wollt ihr, was ihr seht? Komm, seht selbst. Ihr werdet es nicht bereuen. Nee, so geht das nicht. Ihr wollt es. Ich habe es. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Ich glaube, die zwei soll ich belauschen. Und da ist doch direkt eine passende Bank dazu. Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Ist euch etwas ins Macht Auge ihr jetzt gefallen? Was? Den da will ich belauschen, oder?
Seid ihr es leid an den Ständen der anderen Kaufleute? Nee, wen soll ich denn jetzt belauschen? Den nicht. Naja. Das passiert mir echt auch immer, setze ich mich irgendwie auf eine Bank, weiß ich nicht mehr, wen ich belauschen soll. Na, die zwei stehen da doch schon so auffällig. Ach so, jetzt muss ich noch E drücken. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder? Beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Ach, die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Die Balken über dem zentralen Hof sind zugänglich. Naja, das ist mir mal eine spannende Info. Hinfort. Und ich gehe mal ein bisschen über die Dächer weiter, um ein bisschen abzug. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Bereue deine Sünde! Da haben wir doch gleich noch wen gerettet. Lass uns gehen! Deine Niederlage ist besiegt! Ach, Mann, ey. Und der letzte noch. Wir haben mittlerweile schon wieder einen erobert. So, stirb. Komm. Na, endlich, so. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Okay, sie wird es zurückzahlen. Wie konnte das passieren? Was sind eigentlich immer diese komischen Typis, die da immer daneben stehen? Jetzt habe ich schon 5 von 12 Bürger im Burger. Lecker. Burger gerettet. Leckere Peach-Meat-Burger von McDonald's. Sind übrigens echt super. Finde ich cool. Wäre ich ja dafür, dass sie die Peach-Meat-Burger ins meinetwegen auch den Namen ändern. Aber zumindest ins feste Sortiment-Ding. So, was ist denn hier jetzt genau die Aufgabe? Ich bin jetzt hier. Taschendiebstahl. Ihr wollt es. Ich habe es. Was wollt ihr? Zu euren Diensten. Zu nahe für Taschendiebstahl. Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen, viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Habt ihr etwas zu sagen? Komm, seht es! Ihr werdet es nicht bereuen! Zu euren Diensten? Edler Herr, ihr seht aus, als würdet ihr etwas suchen! Komm, an mir findet ihr es nicht! Super! Er plant eine große Lieferung. Oh, sorry. Also, er erwartet eine große Lieferung. Wir kämpfen um unsere Schiere. Dort, komm schnell. Alter, ist doch hässlich. Bitte schön. Ach, ist doch hässlich. Nur weil ich mich nicht vorsichtig bewegen kann, ey. Hässlich. Gut. Dass ich auch immer gleich auf Angriff gehen muss und nicht einfach abhauen kann. Noch schlimmer. Ich bin bei euch, mein Freund. Okay. Da hinten ist die nächste Taschendiebstahlaktion. Boah, wie lange nehme ich eigentlich auf? Also ich bin hier ein bisschen verpeilt, immer noch wegen dem gleichen wie letztes Mal. Ah, er muss mir gerade am Fuß kratzen. So. Ach ja, meine Güte, ey. Also, ich glaube, den muss ich bestehlen. Was hat er denn zu sagen? Es muss etwas geschehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes es bemerkt. Sagt es ihm. Es liegt in seinem Interesse, den Zug abzusichern. Er hat keine Zeit. Er ist mit seinem neuen Auftrag beschäftigt.
Und die Wachen? Da war ich schon. Die krümmen keinen Finger, wenn er nicht den Befehl dazu gibt. Also was wollt ihr tun? Ich gehe zu Abul Nukut. Dem Händlerkönig? Der empfängt euch nicht. Das muss er nicht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, der alles erklärt. So kann er es nachlesen und selbst entscheiden. Ja, ja, jetzt komm, gib mal diesen Scheißbrief hier. Seid ihr bald fertig? Okay, Karte des Soak, die zeigt, dass die Nordleichten, also die Nord... Alter, jetzt hau mal ab von dem Typi. Lol. Also die zeigen leichten Zugang über die nordöstlichen Dächer. Jetzt muss ich mal hier hinten hin. So, gemütlich rübergejoggt. Ja, ja. Ja, ja. Wie war Ihre Anreise so? Sekunde, rüber, rechts. Schnell an, an dem Tor da. Ja, ja. Ja, nee, Hoppala. Entschuldigung, junges Mädchen, war nicht so gemeint, aber. Ja. Ich muss erstmal da hinten hin, weil ins Hauptlager will ich ja noch nicht. Vielleicht kriege ich ja dann danach mehr Missionen und mal ein bisschen schneller hier. Er sollte keinen Ärger machen. Hab keine Zweifel. So tut doch etwas. Hey, da kann man einen Burger retten. Haltet euch fern von mir. Ich hole mir deinen Kopf. Gottloser Heist. Alter, ich hab den schon dreimal gehauen. So, Combo-Kill, Combo. Jawohl. Super. Ich danke euch. Ich danke euch. Ja, ist ja gut. Wir müssen weiter, Mädel. Wir haben nicht so viel Zeit. Danke. Oh nein. 6 von 12. Die Hälfte haben wir. Und was sind immer diese komischen Typis? Ach, die schalte ich damit frei. Unter denen kann ich mich verstecken. 14 von 15 optionalen Missionszielen habe ich jetzt schon. Aber ich will ja eigentlich mal die Hauptmissionsziele. Ach, da muss ich weiter hoch, um da hinzukommen. Na, dann kletter mal, Junge. Ja, komm. Jetzt kletter mal hier. So. Boah, kann er nicht an dieser... Ach, da kann man hoch, glaube ich. Seltsam. Ich? Was habe ich denn getan? Was? Alter, war das knapp. Hier rüber. Hier hoch. Hier runter. Und Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Mann, heraus und da ranten über die Dächer, bevor die Zeit abläuft. Ach, da hinten ist sehr gut. Also ist ein Mörder in der Nähe. Hopp. 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 Nein! Spring halt daneben, du Idiot, ey. Ach, jetzt müssen wir dann nochmal und dann darüber. Dann da hoch. Mann, das kostet alles Zeit. Jetzt hier. Ja, jetzt renn schon. Bitte ein. Ihr tut mir weh. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Hier bin ich doch da. Ihr tut mir weh. Hört auf. Ach nee, das ist nur eine Burger retten. Burger retten. Ach komm. Das schaffen wir noch. Zieh dich hoch, Junge. Zieh dich hoch, komm. Ach, puh. Da sind wir. Das Feuer des Krieges zieht sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verfolgung Wow. Warum tut er das wohl? Aber ich sage, warum macht er das? Ehre, sein Leben im Dienste Gottes. Ach komm, nein. Wir sind doch direkt hier. Wieso schaffen wir das nicht? Alter, jetzt sind wir dran vorbei, oder was? Seltsam.
Ihr wollt es. Ich will es. Das ist der Informant. Oh Mann, ey. Alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht. Oh Mann, ey. Naja, da haben wir es mal einfach mal vergeigt. Hätte uns auch gewundert, wenn wir das gleich geschafft haben. Und ich renne mal gerade nochmal zurück und starte die Mission von neuem. Och Mann, ey. Nur failen wir. Ja, ich weiß, da unten könnten wir ziemlich viele Burger retten. Ach, das wird auch wieder so ein Insider. Ein vor allem nicht lustiger Insider. Hup, hup, hup. Und hier ist er. Blablabla. Bla, bla, bla. Ach, der redet gar nicht mehr. Ach, das ist ja nett. Das finde ich ja mal nett. Finde ich ja sozial von dem Typen. Dann gehe ich mal hier links rum lieber, um da nichts zu riskieren. Hier schön übers Dach und nochmal hopp. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Ja, das ist schön, dass uns das Leben kosten wird. Also uns ja nicht, sondern der anderen da unten. Wir retten sie ja auch noch. Aber ich habe gerade nichts zu tun. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay, damit haben wir ja die nächste Mission. Wunderbar. Und zwar da hinten. Naja, dann war's das erstmal. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Taifko. Tschüss.